Ich beschreibe die Kampagne Sexarbeit ist Arbeit, Respekt. Wir haben uns als bundesweite Kampagne 2016 gegründet, als wir in der Diskussion um das Prostituiertenschutzgesetz gemerkt haben, dass wir uns mit unseren Forderungen und auch mit unseren Vorstellungen, wie ein Gesetz hier in Deutschland aussehen konnte, nicht durchsetzen konnten. Und haben diese Organisation ins Leben gerufen, wo feministische Sexarbeiterinnen, feministische Sozialarbeiterinnen und feministische Aktivistinnen beteiligt sind. Das sind zum Teil Einzelpersonen, das sind zum Teil Organisationen wie Fachberatungsstellen, aber wir haben inzwischen auch ein sehr breites Netz an Bündnispartnerinnen gewinnen können, weil wir immer deutlicher sehen, welches Problem das Prostituiertenschutzgesetz für ganz viele bedeutet. Das Prostituiertenschutzgesetz ist seit Juli 2017 in Kraft und die Organisation oder die Kampagne Sexarbeit ist Arbeit, Respekt tritt in erster Linie gegen dieses Gesetz auf. Die Forderung ist, dass es wieder abgeschafft wird, dass in der Frage der Umsetzung die Gesetze eingehalten werden, und zwar die Grundgesetze, auch andere Gesetze, die zum Teil in der Praxis bei der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes konterkariert werden. Aber wir wollen auch, dass das alte Prostitutionsgesetz, was 2002 in Kraft getreten ist, ergänzt wird. Und das haben wir schon immer gefordert, aber das hat die Politik nicht gewollt. Und so sind wir im Grunde genommen mit unterschiedlichen Aktionen, zum Beispiel auch mit der großen Kunstaktion Strichcode Move, immer wieder unterwegs, aufzuklären, zu informieren, neue Bündnispartnerinnen zu finden, damit Druck auf die Bundesregierung gemacht wird, das Gesetz aufzuheben. Das Prostituiertenschutzgesetz verletzt in erster Linie die Grundrechte von Sexarbeiterinnen. Und zwar von Männern, von Frauen und von Transgender-Personen, indem sie einmal Zwangsberatungen verlangt. Und zwar gesundheitliche Zwangsberatungen, die nicht ausschließlich mit der Sexarbeit zu tun haben, weil die Frage Drogen, weil die Fragen Schwangerschaft und Verhütung eine Frage ist, die jeden Menschen in Deutschland angeht, die auch andere Berufe angeht, aber nicht explizit Sexarbeiterinnen. Und weil es eine Zwangsberatung ist, wird damit gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht und die Freiheitsrechte von Sexarbeiterinnen eingegriffen. Das ist Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes. Dann wird gegen Artikel 12 des Grundgesetzes verstoßen, weil nämlich die Behörde tatsächlich entscheiden kann, ob sie einer Person die Erlaubnis, den Ausweis für diesen Job gibt. In Artikel 12 wird die Freiheit der Berufsausübung festgelegt und das ist damit eingeschränkt. Und natürlich spielt ein ganz großer Aspekt der Datenschutz, weil es sich um sexuelle Rechte und Aspekte handelt, werden diese sehr schützenswerten Daten an das Finanzamt, gegebenenfalls an die Polizei und an alle Behörden, die mit dieser Anmeldung zu tun haben, weitergegeben. Und Experten zum Thema Datenschutz haben das ganz deutlich kritisiert. Da wird unser Beruf wirklich mit Füßen getreten. Das betrifft die Sexarbeiterinnen. Sie sind darüber mehr stigmatisiert, mehr kontrolliert, während auf der anderen Seite ihnen Rechte und Respekt nicht gegeben wird. Aber dieses Gesetz greift auch in die Rechte von Kunden ein, indem sie die sexuelle Selbstbestimmung der Kunden und der Sexarbeiterinnen verletzt und die Benutzung von Kondomen verlangt. Das tut der Staat für keine andere Personengruppe, aber für unseren Bereich.
Und in diesem Gesetz wird diese Verpflichtung so blöde gefasst, dass im Grunde genommen ganz Deutschland darüber lacht. Es wird bestraft, gegebenenfalls nur der Kunde, nicht die Sexarbeiterin, bis zu 50.000 Euro. Aber es kann niemals bewiesen werden, ob die beiden Personen denn dann ohne Kondom verkehrt haben, weil die beiden Personen alleine im Zimmer sind. Um das deutlich zu machen, es müsste die Behörde hingehen, müsste die Türe, wo beide sich miteinander amüsieren, aufreißen, müsste den Mann von der Sexarbeiterin ziehen, müsste auf seinen Penis schauen und müsste gucken, ob der Penis ein Kondom trägt. Das ist nicht nur extrem entwürdigend, es ist auch tatsächlich nicht durchführbar. Und das sagen auch die Behörden. Sie sagen, das ist ein deklaratorisches Gesetz. Aber was soll ein deklaratorisches Gesetz, wenn man es nicht überprüft? Es dient der Stigmatisierung und es dient natürlich auch der Verunsicherung von allen Beteiligten. Und der nächste große Bereich dieses Gesetzes betrifft Bordellbetreiberinnen, die durch das Gesetz sehr stigmatisiert werden. Sie werden wie Kriminelle behandelt, weil sie für die Anmeldung der Erlaubnis ihres Bordells im Gegensatz zu vielen anderen Gewerbetreibenden vorlegen müssen, dass sie nicht bisher strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Das heißt, wer dann zum Beispiel wegen Steuerbetrug angezeigt wird, ohne dass das Delikt auch schon bewiesen ist, kann kein Bordell mehr eröffnen. Oder wer verdächtigt ist, in einer kriminellen Rockerbande beteiligt zu sein, ohne dass das bewiesen ist, kann kein Bordell eröffnen. Und der andere Aspekt ist, dass den Bordellbetreibern, insbesondere den Kleinen, so viele Auflagen gemacht werden, aus dem Baurecht, aus dem Gewerberecht, aus dem Arbeitsschutzrecht, die sie gar nicht erfüllen können. Und darüber schließen kleine Bordelle, die sehr gute Arbeitsbedingungen bereitgestellt hat. Im Laufe der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes werden große Bordelle bestehen bleiben und kleine werden schließen. Und das führt dann letztendlich dazu, dass Sexarbeiterinnen weniger Auswahl an Arbeitsplätzen haben. Das ist dann kein Schutz mehr, obwohl das Gesetz Prostituiertenschutzgesetz heißt. Und es führt natürlich auch zur Unterstützung von kapitalkräftigen großen Unternehmen und damit eine Verhinderung von insbesondere Sexarbeiterinnen oder Zusammenschlüssen von Sexarbeiterinnen, sich zu organisieren. Und was wir jetzt nach 2 Jahren Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes sagen können, es ist noch lange nicht in allen Behörden, in allen Bundesländern umgesetzt. Das heißt, wir haben einen Flickenteppich durch ganz Deutschland. Es wird auch unterschiedlich umgesetzt, mit der Konsequenz, dass Sexarbeiterinnen sich in Bayern weniger registrieren lassen, dafür mehr in Hamburg und Berlin, dass inzwischen aus bestimmten Bundesländern Bordellbetreiber nach Hamburg abwandern, weil sie dort eher eine Genehmigung bekommen, während ihr Betrieb weiterhin natürlich in dem alten Bundesland angesiedelt ist. Aber damit wandern natürlich auch die Steuern. Und was man ebenfalls nach 2 Jahren schon feststellen kann, ist, dass ein großer Anteil von Sexarbeiterinnen, die sich diesem Prozedere nicht unterwerfen oder die es vielleicht auch nicht können, bereits abgetaucht sind. Das heißt, sie sind nicht mehr in den Bordellen, sie haben nicht mehr den kollegialen Schutz, sie haben nicht mehr den Schutz, was ein Haus bietet, sondern sie haben sich selbstständig gemacht, sie bieten sexuelle Dienstleistungen in der eigenen Wohnung an oder in Haus- und Hotelbesuchen, haben den Zusammenschluss und auch die kollegiale Unterstützung von Kollegen nicht mehr, was ich für das Entscheidendste halte. Und das ist auch meine große Kritik, das hat mit Schutz nichts zu tun. Dieses Gesetz ist ein Fake. Die Bundesregierung sollte sich wirklich dafür schämen.
Und das sagen auch alle, die in der Sozialarbeit tätig sind. Also nicht nur wie mich, die ich eine politische, feministische Sexarbeiterin und Aktivistin bin, sondern das sagen auch, wer in den Beratungsstellen, in den Gesundheitsämtern arbeitet. Es kommen weniger Sexarbeiterinnen zu ihnen, sie erreichen weniger Sexarbeiterinnen und es kommen eher Sexarbeiterinnen, die tatsächlich Probleme erlebt haben.